Hallo meine liebe Community, Family und Zuschauer, natürlich liebe Anime-Fans. Herzlich willkommen zu Attack on Titan Folge 13. Ja, wir sollen ja noch den Kleinen locken, dann machen wir das auch mal. Hey Kleiner. Hier bin ich. Na, taten die Augen weh? Was ist los? Ach, jetzt. Ah, jetzt kommt er. Na? Ich hab, muss ich mal Schallgranaten öfters anwenden. Na komm, Kleiner, komm. Willst du nicht? Hier bin ich. Na, was ist los, Kleiner? Hä? Der ist jetzt sauer. Alter, will... Na los. Will der mich jetzt hier moppeln? Hier bin ich. Ach du Scheiße, das hier wohl. Da sollte es hin. Mein Fehler. Hierher, du Spasti. Sorry. Sollte jetzt keinen beleidigen. Schieß sie ab. Danke. Und lass mich raten, jetzt noch so einen riesigen abnormalen, oder? Na, Kleiner? Nicht 100%, jetzt müssen wir sie nur nach Hause bringen. Juhu, unfassbar, wir haben sogar zwei. Jetzt schnell zurück. Oh, die Tonnen noch nicht. Ach, greift sie an, Leute, haltet sie in Schacht. Alles klar. Vielleicht die in der Nähe mal machen. Eins, zwei und drei. Schon ist es vorbei. Alles klar. Na, ach, da ist der nächste. Ey Leute, ihr habt gerade mal einen Angriff gestört, wisst ihr das? Oh,
Mann, ey, ich muss schnell Kinnen auswechseln. Da. Ein Arm, zwei Arm. Und der letzte ist da. Na komm schon. Alter! Was macht der denn da? Body Slam oder was? So. Sie, finale Unterwerfung. Na, wieder Muskelpaket. Jo. Vollgestopft mit neuen Sachen, die das Leben schöner macht. Hinein mit Anabolika. Ja. Ja, ich. Ja, welchen Schwimmbund als erstes vor? Den. So, schneide die sämtliche Arme ab hier. Oh. Ja, sehr schön und gleich hin. Ich habe hier keine Zeit. Sehr schön. Noch rechtzeitig, glaube ich. Jo. Hi, na großer. Dein Partner habe ich glaube schon gekillt. Das war das eine Bein. Danke. Los geht's, Leute! Jawohl! Boah, Alter! Tja, das war's dann wohl. Und zack! So macht man das, Leute! Wir haben ja ganz schön viel abverlangt, aber wir haben welche gefangen. Juhu! Hört mal, Mobilit, es ist uns gelungen, Titanen zu fangen. Sogar zwei. Abteilungsführerin, ist das nicht etwas vorschnell? Du hast recht, ich habe ihnen noch nicht mal Namen gegeben. Mal sehen, vor langer Zeit gab es Stämme, die Menschenfleisch aßen. Aber es waren keine Titanenstämme, es waren Menschen. Geht das schon wieder? Noch eine Taufe der Abteilungsführer. Sie verstecken sich in Höhlen, in den Bergen. Sie töten Reisende, teilen ihre Wertsachen und aßen ihr Fleisch. Außer diesem Grund finde ich die Namen der Stammesführer, die beim Titan passen. Der 4 Meter große Titan, nämlich Sonny, und der 7 Meter große Titan, Bean, Mr. Bean. S? S? Oder B? Dann krieg ich ein A. Ja. Jetzt ist meine S-Serie vorbei. Wieso das? Alles klar.
speichern. Pferde der Aufklärungstrupp. Die Pferde, die der Aufklärungstrupp zugeteilt werden, sind Sonderzüchtung. Mit einer Durchschnittsgröße von 1,60 Meter und einem Gewicht von 450 bis 500 Kilogramm. Sie kommen auf Spitzengeschwindigkeit von 75 bis 80 km/h. Schneller als ein Trabi. Ey, ich darf aus dem Westen machen. Ich komme aus dem Osten. Und können über eine Strecke von 35 Kilometer ein erhöhtes Tempo durchhalten. Diese Pferde haben starke Beine und können selbst beim Zug vom Wagen beachtliche Geschwindigkeiten von ca. 20 km/h erreichen. Zudem schrecken Titanen davor zurück, Pferde direkt anzugreifen. Damit sind sie ziemlich die einzige Option zur Flucht vor einem Titan. Interessant. Diese Titan-Gefangennahme nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Wir müssen uns um unsere ursprüngliche Mission kümmern, und zwar schnell. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben zwei ganze Titanen gefangen. Davon hätte ich nie geträumt gewagt. Meine Truppen und andere haben ihr Leben dafür riskiert. Vergiss das nicht, Vierauge. Natürlich, ich habe es euch zu verdanken, dass ich diese Schätze studieren kann. Ich kann gar nicht mehr Worte ausdrücken, wie dankbar ich bin. Ich bin erleichtert, dass wir einen Titan gefangen haben und dass Hanji in Sicherheit ist. Wahrscheinlich wird sie mich nun zwingen, bei den Experimenten zu helfen. Dein Leid scheint einfach kein Ende zu nehmen, Mobit. Das liegt daran, dass ich Hanji direkt untergeben bin. Aber es ist schon okay. Ich habe mich mit den Schicksal abgefunden. Junge, lauf. Lauf! So, ich will jetzt erstmal gucken. Das Ding ist gut. Das Ding ist wirklich gut. Diamantenstahl. Ich weiß nicht gerade, was ich mache. Aber scheißegal, ne? Dann nehme ich den noch dazu und zack. Und verstecken wir mal das. Jawohl. Habe ich hier nicht mehr. Was habe ich jetzt eigentlich an Ausrüstung? Sturmhaken 2. Okay, ich muss ein bisschen sparen, heißt das. Sparen, 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 sparen. Wer wir noch mit uns reden, macht er hier. Ist Hayachi alles gelungen, ihr begehrten Titan zu fangen? Sie muss überglücklich sein. Ja, und stell dir vor, wir haben sogar zwei davon gefangen. Die Gefangennahme mehrerer Titan. Dafür wird Hayachi in Aufklärungsgeschichte eingehen. Jo, als die verrückteste Person ever. Sie leben zu fangen ist weit schwieriger, als sie einfach zu töten. Zum Glück ist uns irgendwie gelungen. Ja, zum Glück würde ich sagen, ne? Ja, um sie zu töten, braucht es keine große Du hast recht. Dies war ein erstes Mal, dass ich mich zurückhalten musste,
und die Tannen nicht zu töten. Ich habe versucht. Er hat keinen Schaden genommen. Ich fasse es nicht. Wir haben tatsächlich einen Titan gefangen. Meine Meinung zu Hayashi hat sich völlig geändert. Sie hat den Schaden für die Truppen minimiert. Das rechne ich hier hoch an. Wir können es uns nicht leisten, Soldaten zu verschwenden. Diese Vorrichtungen können sich als revolutionär erweisen. Das stimmt allerdings. La la la. Ach ja, kann er ja da sprinten. Juhu. Die Vorrichtung zur Gefangennahme sieht aus, als könnte man damit die Bewegung von Titan einschränken und sie nicht nur fangen. Falls denn so ist, würde es uns taktische Spektrum erweitern. Vielleicht hat Erwin sich schon ein paar Anwendungen dafür überlegt. Meinst du? Gut, möglich. Schließlich ist er der Kommandant. Kommandant. Oh. Gunther. Ich bin froh, dass die Gefangennahme der Titan reibungslos stattging. Mit ein wenig Glück werden wir dem Geheimnis der Titan auf die Spur kommen. Dabei wird Hayashi nützlich sein. Sie wird die armen Bastarde bearbeiten, bis sie zufrieden ist. Haha, ich werde sicherlich Abstand wahren, wenn sie mit der Experimenten beginnt. Dr. Frankenstein, Ihr nächster Patient ist da. Die Gefangennahme war ein Erfolg. Jetzt kann ich mich wieder meinen eigentlichen Flip. Pflicht widmen. Ja, leider hat es länger gedauert als erwartet. Aber das Ergebnis lässt sich nicht sehen. Meinst du nicht? Naja. Alle Fortschritte bei der Titanforschung haben wir uns ausschließlich den jüngeren Kadetten zu verdanken. Die geholfen haben, die Testobjekte zu fangen. Hayashi hat die viel Arbeit gemacht. Was, Alt? Nicht wirklich. Ich meine, das ist alles Teil der Pflicht eines Aufklärers. Wo er recht hat, hat er recht. So, wer Quatsch will jetzt mit mir quatschen? Geht der hier noch. Aurun. Ich bin froh, dass die Gefangennahme endlich erledigt ist. Jetzt wird Hayashi mich nicht mehr herumkommandieren. Gute Arbeit, Aurun. Aurun. Ich glaube, Hayashi wird mit ihren Versuchskaninchen ein Weilchen beschäftigt sein. Müssen die Mitglieder ihrer Abteilung ständig so etwas tun? Ja. Nein, immer noch keine. So, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Mal gucken, hat er was Neues? Ne, einlösen. Ich kann viele Dinge verkaufen. Alles klar. Mache ich doch mal. Nee, da. Da komme ich doch von mal 6. Ich muss hier irgendwie an Kohle rankommen. Und danke LKW, der gerade bei mitten in der Nacht hier vorbeigefahren ist. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber mach weiter so. Auto, wupp, pop, pop. War da noch was? Nein. Nein. Ja. Sehr schön. Sag bloß, ich kann das noch mal. Tatsache. Machen wir mal. Alles klar. Ich bin wieder ab.
Dementsprechend, meine lieben Zuschauer, würde ich jetzt hiermit auch die 13. Ich glaube, die 13. war das. Folge beenden. Dementsprechend sage ich wie immer Zocko. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Erik sitzt. Mein letztes Video zu dem Projekt. Und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind. Mein nächstes Projekt. Also, wenn du Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!